I'm ready for the dogs. Was war das? Hallo? Mein Stuhl ist umgefallen. Egal. Nicht egal. Stolper ich da drüber. So, du bleibst mal draußen, weil mein Knubbelding ist hier wieder ab. So. Gehst du mal raus? Hä? Psst. Nein, nicht anspringen. Nein, nicht anspringen. Nicht anspringen. Nein. Nein. Psst. Nein. Haut, da beißt er mir in den Bauch rein. Bist du blöd? Nein? Beißt er mir in den Bauch? Ich glaube, ich spinne. Psst. Nein? Nein? Tja. Das ist so schön, ne? Im Bauch gebissen zu werden vom Kangal. Das ist überhaupt nicht schön. Aua. Geht nicht. Nein. Nein. Ich würde gerne noch mal ein paar Katzen aufnehmen, aber ich sehe die gerade alle gar nicht. Heute Morgen waren sie da, aber... Na, ein paar Geräusche. Da doch Katze ist oder ist das mein Hund? Gar keiner. Doch, Hund. Da. Spör, flieg hier bloß nicht rüber, du Schlingel. Da bist du weg. Komm, wir gehen mal ein bisschen weg hier. Komm. Na? Was ist los? Hm? Was ist los? Hm? Nicht beißen. Nein, nicht beißen. Was ist denn los mit euch heute? Ach Allah. Jetzt. So, jetzt beide streicheln, beide einmal streicheln und dann ist gut. Okay? Ja. Beide streicheln und dann ist gut. Ne? Ja. Ja. Könnt ihr jetzt wieder spielen? Ja, nicht mal beißen. Hm, nicht mal beißen. Okay. So haben wir den Tag begonnen. Und so beendet auch, ne? Ich sag's euch. Heute Morgen ging die Sonne auf und jetzt geht's wieder unter. So ist das im Leben, ne? Viel gebückt wahrscheinlich. Mein Bruch tut wieder weh. Immer was anderes, ne? Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, Beinschmerzen, Achsenschmerzen, Knieschmerzen. Hm? Pascha? Hm? Du? Du bist auch süß. Ne? Beide seid ihr ganz süß. Ja. 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 Du ganz süß bist du auch. Ne? Ja. Ja.
So, ich bin jetzt fertig, soweit. Abends ist richtig schön, warte, ich zeige euch den auch noch mal im Vlog. Moment, habt den schon überall jetzt TikTok und Short gezeigt. Moment, euch auch natürlich. Guck mal, der war richtig schön eben. Jetzt ist er schon untergegangen, natürlich. Der Himmel, hätte ich fast gesagt, die Sonne. Aber so die Reste sieht man noch einfach nur wunderschön immer hier. Ding auszumachen, das geht nicht, ne? Komisch. Naja, ich mache mir jetzt mein Essen, weil ich habe mich in Rage geredet und ich habe echt Hunger. Ich mache meinen schönen Wurzelsalat. Ja, und das habe ich da leider gar nicht gegessen hier, ne? Was auch nicht gut ist, weil das ja auch dann nicht so lange hält. Wahrscheinlich, ne? Naja. Schmeckt aber lecker. Frischkäse habe ich auch nicht mehr. Den muss ich auch mal wieder. Kaufen. So. Den habe ich heute Morgen nicht getrunken, habe ich das gehabt, oder nicht? Habe ich keinen Durstkopf gehabt. So. Der stand da die ganze Zeit, ne? Der hat also bestimmt zu anderthalb Stunden mit Sicherheit. Erst war da immer, die Hunde sind durchgedreht und dann stand er hier am Grundstück. Keine Ahnung, ne? Jetzt ist zum Glück alles ruhig wieder, Alhamdulillah. Bei mir sind alle Kameras in jeglicher Stellung auf überall, in jede Position gerichtet, ne? Also... Das sieht man ja auch. Man sieht ja die Kameras überall. I don't know, warum man das machen muss. Ich meine, das ist doch peinlich. Ich stelle mich doch auch vor kein fremdes Grundstück, wo ich weiß, dass die Leute, die Besitzer mich sehen, ja, durch die Kameras. Und dann noch in die Hunde bellen. Also, ich begreife das nicht. Ne? Ich begreife das nicht. Das ist doch peinlich. Oder nicht? Also, keine Ahnung. Machen. Auch unsere Nachbarn, ne? Die haben überall Kameras. Überall. Die ganzen Kameras sind auf die Wege gerichtet. Alle. Und da sind überall Wachmenschen, die das beobachten. Ständig. Und das weiß doch jeder. Naja. Die Hunde wie verrückt bellen, ne? Nicht mehr viel da. Ich wünschte, ich hätte noch mehr. Das ist mir
Vielleicht machen wir mehr noch mal. Ich habe ja noch Karotten. Diese Frau, die ihre Lippen durch den Zaun gesteckt hat, zu Pascha oder Bonjour, ich weiß nicht mehr. Bonjour, glaube ich. Die ist zum Glück da nicht mehr gekommen, ne? Die war weg. Also sonst hätte ich sie darauf angesprochen, weil das ist ja lebensgefährlich, ne? Das kann sie ja nicht machen. Aber ich war so schockiert, ne? Ich konnte nichts sagen. Ich habe echt, ich habe gar nichts gesagt. Ich habe nur, ich hab nur den Kopf geschüttelt, ne? Oh nee, du. Ja, so sind die Leute, ne? Verrückt, würde mein Mann sagen. So, jetzt esse ich erstmal und gucke dabei Fernsehen. Und ich muss noch meine Videos hochladen. Eben hat mich wieder richtig geärgert, kann ich einfach nur mal so sagen, weil ein junger Typ, ich weiß nicht, wie alt ist er gewesen, vielleicht 19. Er steht da unten, da, und ja, ärgert die Hunde, ist das Falsche gesagt, aber er macht immer wuff, wuff zu den Hunden, ne? Und die drehen da natürlich total durch. Das Ding ist ja, es ist jetzt nicht so schlimm, aber Leute, also ich meine, das ist, also dieser Zaun, wir haben wirklich alles versucht, was man machen kann, ne? Aber wenn man die Hunde wirklich richtig ärgert, also ich kann das immer nicht verstehen, ne? Ich verstehe auch nicht, wieso man sich mit dieser Rasse nicht beschäftigt. Das sind gefährliche Hunde, ja. Ich verstehe das immer nicht. Warum muss man solche Tiere ärgern? Ich habe hier mal ein Video gesehen. Wenn ihr das nicht sehen, hören konntet, ich habe euch das mal erzählt, dann bitte schaltet jetzt weg, ne? Triggerwarnung. Der Junge, das war, weiß ich nicht, in den Nachrichten hier in Amman, ich habe das ja schon mal erzählt. Moment, lass uns mal ins Licht gehen. Und ich will das gar nicht entschuldigen, aber sowas passiert halt dann, ja. Allah gustet messen. Ich hoffe wirklich, dass das niemals passiert. Ja, inshallah, inshallah, inshallah. Aber man darf halt Hunde nicht ärgern, ja. Lass mich mal hier. Muss mein Stativ. Dieser Junge ist jeden sehr oft an diesem Wachhund vorbeigegangen. Das ist ein Kangal, der an der Kette lag in der Türkei. Was ganz oft der Fall ist, ja, diese Tiere werden als Wachhunde gehalten hier, weil sie eben mit Wachhunde sind. So. Und meistens sind sie dann ja an der Kette, ne? Wie der Hund auch. Der muss dann Feld bewachen und war eben angeleint an der Kette. Und dieser Junge hat diesen Hund ständig mit Steinen beschmissen, ja. Ich habe das hier auch schon gesehen, dass das Kinder machen. Weil sie einfach glauben, dass der Hund, wenn er an der Kette ist, nichts, dass da nichts passiert, ja. Und es ist einfach ein Fehlschluss. Diese Hunde sind so stark und sie tun ja eigentlich nichts. Kangal sind eigentlich ganz liebe Hunde, wenn man sie richtig erzieht und wenn man sie eben nicht ärgert und wenn man ihnen nichts antut, dann sind das ganz liebe Tiere. So. Aber wie alle Hunde, das sind ja nicht nur bei Kangals der Fall, wenn du die ärgerst, wenn du sie mit Steinen beschmeißt, wenn du sie trittst, ja, und dieser Hund ist ja wehrlos, der ist an der Kette, ne, und dann schmeißt dieses Kind, ich weiß nicht, wie alt ist er, 10 Jahre oder so, ich meine, es ist auch kein kleines Kind gewesen, ein Kind, was ja eigentlich auch denken muss, dass ich einen Hund nicht quälen darf, dass ich ihn nicht, mit Steinen beschmeißen darf. Und eines Tages hat dieser Hund sich losgerissen von der Kette. Nachdem er wirklich immer geärgert wurde, das ist mit den Kameras belegbar, weil gegenüber an der Anlage sind Kameras gewesen. Hier sind ja überall Kameras, ne? Ist ja in jeder Anlage hat
Kameras, die nach außen zeigen. Bei mir ja auch. Ich habe auch überall Kameras hängen. Einfach, weil das Sicherheitsfaktor ist. Ja? Es ist eben nicht ungefährlich hier. Und deswegen hat jede Anlage Kameras. Die sind 24/7 aktiv und meistens in jeglicher Einstellung. Und natürlich siehst du nicht nur dein eigenes Grundstück, sondern die Kameras sind direkt auf die Eingänge und auf die Straßen gerichtet. In diesem Fall auch. Man konnte also sehen, wie dieser Junge den Hund, den Kangal, mit Steinen beschmeißt. Und der bellt und dreht durch. Und eines Tages hat er sich losgerissen. Ne? Die Familie von dem Hund hat ganz oft diesen Jungen ermahnt. Und ob sie nun auch zu den Eltern gegangen sind, das weiß ich nicht. Aber sie haben ausgesagt später, dass sie ganz oft diesen Jungen ermahnt haben, den Hund nicht zu ärgern. Das ist lebensgefährlich, er darf das nicht machen. Und nun hat er das wieder gemacht und der Hund hat sich losgerissen. Und ich will jetzt nicht sagen, was passiert ist. Es ist nicht so schlimm, aber er wurde schon, ne? Die Besitzer haben es auch sofort gesehen. Die haben den Hund raus, weggerissen. Es ist auch keine Entschuldigung. Das ist auch überhaupt nicht in irgendeiner Art und Weise gut zu reden. Ja, aber wenn man einen Hund mit Steinen beschmeißt, ja, wenn man ihn quält, wenn man ihn tritt, ja, dann rasten diese Hunde aus, ja, und es ist ja auch das Grundstück, was dieses Tier bewacht, ne, kannst du doch da nicht einfach hingehen, aber gut, das ist nun mal so und leider oder zum Glück ist nichts passiert, aber leider oft wird darüber nicht nachgedacht, ja, und also ich meine, wie kann man denn einen Wachhund und dann noch Kangals und dann auch noch zwei, wie kann man die denn in irgendeiner Art und Weise überhaupt Beachtung schenken. Das ist genauso wie mit der Frau, die genau hier an unser Grundstück gegangen ist, bevor ich in die Türkei nach Deutschland gefahren bin. Habe ich euch auch erzählt. Ne? Die Frau, das war, ich glaube, es war eine Russin oder irgendwie, jedenfalls, ich vermute, dass es russisch war. Die geht da an den Zaun und steckt ihre Lippen durch den Zaun meiner Hunde zu Pascha, ja, die haben nichts gemacht, der Lamm, die Tuchstücke, meine Hunde sind ja nicht so aggressiv, ja, die fanden das eher, aber sie waren schon wachsamer, es war jetzt kein freudiges Winseln oder, also die fanden das nicht so gut, dass sie ihre Lippen da durch den Zaun gesteckt, ich stand daneben, ich war einfach nur baff, ja, ich habe überhaupt nichts rausgekriegt aus meinem Mund, der wirklich nicht, also das kann nicht wahr sein, ne? Die hat mich auch gar nicht beachtet, sie hat nur diesen Hund mit, also, ich sag's euch, ne, das ist doch nicht normal. Später bin ich dann wieder reingegangen und dann habe ich die Hunde wieder winseln hören und steht die da wieder und steckt ihre Hand da durch, ne? Ich glaube, das ist doch nicht wahr und streichelt die Hunde einfach. Ne, also das kann ich gar nicht begreifen. Bitte macht das nicht. Niemals. Auch in Deutschland nicht. Streichelt keine Hunde, die auf einem fremden Grundstück Wache halten. Bitte nicht, ja? Das kann auch ein kleiner Hund, kann auch alles Mögliche machen. Also, ne. Bei aller Tierliebe, nein. So, jetzt mache ich mir mein Essen, weil, also, nicht zu fassen, ja. Wieso geht das eigentlich nicht aus, wenn ich da drauf drücke, Leute? Oh, das habe ich heute schon ein paar Mal gehabt, dass ich